So, hallo, wir machen weiter bei Mario Wonder. Letztes Mal haben wir das vorletzte Level der Spezialwelt freigeschaltet, da wir die Blüteninseln abgeschlossen haben. Wir müssen jetzt noch den Eintritt in Welt 6 spielen, aber erstmal das hier. Gumba-Turnstunde. Oh, ist das so ein... Okay, das ist ein bisschen Akrobatik-Level, ja? Okay, okay, okay. Ich glaube, dafür ist auch der Drehsprung wieder ganz cool. Wenn man jetzt den ersten Goomba treffen würde, wäre es noch cooler. Yes. Oh, und da geht's direkt los. Okay, alles klar. Wir haben direkt den... Ja, okay, gut. Es geht überhaupt nicht. Es hat gar nichts mit... Es ist ein Goomba-Level. Das muss ich anders timen. Dann ist völlig egal, was ich hier tue mit dem Anstecker. Dann komme ich auch so hier hoch. Ups. Ja. Okay. Dann ist das Level komplett anders, als ich es dachte. Schaffe ich das jetzt so? Nee, ich schaffe das auch nicht. Wie komme ich da durch? Jetzt. Nein. Okay, das war... Okay, ich muss den Rhythmus rauskriegen, wie die da durchgehen. Ich scheitere schon am ersten Rätsel. Immer wenn der eher hochgeht, dann... Ich hab ja keine Chance. Ah, so! Okay, doch, ich glaube, ich check's. Wenn der andere hochgeht und der andere gerade runterkommt. Ich glaube, dann kann man es ganz gut machen. Alter! Direkt das erste Hindernis blockiert mich. Eieiei. Ist nicht so gut. Ja, okay, ich habe einfach viel zu kompliziert gedacht. Never mind. Obendrauf auf die kann ich, ne? Ja. Okay. Okay. Muss ich aufpassen, wahrscheinlich oben nicht zerquetscht zu werden, ne? Das Ding darf nicht so schnell runterfallen. Okay. So, soweit, so gut. Da ist Nummer 2. Die will ich auf jeden Fall. Sehr gut. Und wieder zurück. Und dann hier drauf. Sehr schön. Und dann hier drauf. Und dann schön viel springen, dass der nicht so bald runterfällt. Sehr schön. Oh. Das war kurz kritisch. Da kommt immer nur eine. Okay. Ah. Ah. Okay, jetzt schnell. Puh. Okay, was tust du? Du machst Blasen. Da kann ich wahrscheinlich dann drauf, ne? Aber die gehen wahrscheinlich kaputt. Ja, 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 natürlich. Okay, jetzt waren aber genug Blasen. Und da ist die dritte. Sehr gut. Ja. Das ist wieder das Ding. Ich habe halt die dritte und sie zählt jetzt auch. Aber eigentlich habe ich sie auch nicht. Also, spieltechnisch habe ich sie, ne? Aber ich finde halt, die hat man sich jetzt nicht verdient, weil man hat sie halt geholt, indem man gestorben ist. Und man hat sie eigentlich nicht geholt, wie gedacht.
Ach, verdammt. Also dieser Anfang hier ist interessant. So, wir lassen in letzter Zeit ganz schön viele Leben liegen. Wäre interessant, ob wir noch hier rüber gehen können, werden. Glaub's zwar nicht, aber mal gucken. Wenn wir nicht mehr Leben zurückbekommen, wäre es gar nicht so unwahrscheinlich. Ja. Oh, jetzt kommen die Kugeln wieder. Oh nee. Gar kein Bock auf die Kugeln. Vor allem hier sind die, fühlen die sich echt kritisch an. Alter, die fühlen sich so knapp an hier, ne? Puh. Bruder. Oh Gott, das war knapp. Ich würde ja schon gerne nochmal so spielen, als dass ich sie einsammeln muss und überleben muss. Na? Ja. So ganz hätte es noch nicht funktioniert. Aber es war besser als mein erster Versuch, würde ich sagen. Ist halt jetzt für ein Let's Play wieder ein unfassbar ungünstiges Level, weil es so lange ist und da ich wieder ungeduldig werde, ne? Und weil es halt so lange dauert, weil man nicht schneller spielen kann. Weil schneller spielen sorgt nur dafür, dass man auch wieder kaputt geht, wenn man da ungeduldig wird. Gerade jetzt hier bei den Kugeln darf ich auf keinen Fall ungeduldig werden. Das wäre ganz fatal. Ah. Das fühlt sich so kritisch an. So, und wir sind wieder hier. Hurra. Bruder. Okay. Und wir sind wieder vom Ende gestorben. Ey, das ist doch nicht wahr, ne? Das ist doch einfach nicht wahr. Und was ich jetzt besonders interessant finde, man könnte sich jetzt auch die Münze wahrscheinlich so holen, ohne diesen Zusatz-Gumba-Effekt. Ja, aber wie gesagt, so ganz verdient fühlt sich die dritte Münze nicht an. Ist aber wurscht. Spiel sagt, ich habe sie mir verdient. Dann ist das so. Entschuldigung. So. Eins fehlt noch. Eins fehlt noch. Aber jetzt geht's erstmal in Welt 6 und dort finden wir dann ja auch den letzten Weg in die Spezialwelt. Puff. Ach, das ist gar kein Level. Ach lol, ich dachte, das ist ein Level.
Das ist einfach direkt nur der Eingang. Okay. Na dann. Letzte Welt. Hehe, so viel Lava finde ich super. Papa ist bestimmt schon langweilig, da vorne rumzusitzen und die Wunderkraft zu sammeln. Vielleicht schaffe ich es ja, dass die Lava in die Luft geht wie ein Feuerwerk. Das würde ihm die Langeweile vertreiben. Genau. So, wir bekommen erstmal wieder langweilige Story. Joa. Ich laufe eh alles ab. Ist schon gut. Natürlich. Ah, das ist jetzt so der Teil, den keiner braucht. Aber wir müssen halt rein. Let's go. Aber die Level könnten jetzt ganz schön schwierig werden können. Also ich stelle mir schon vor, dass die Level jetzt ganz schön schwierig werden. Ich bin mal gespannt, was alles kommt. Bitte, du musst uns helfen, Prinz Florian. In die Magenfliegen gehen merkwürdige Dinge vor sich. Was für merkwürdige Dinge? Das Magma wird heiß und heiß und heißer. Durch die Hitze wuchern Ranken aus dem tiefen Dschungel jetzt überall. Jo. Kümmern wir uns drum. Wir befreien den Palast. Let's go. So. Alles klar. Na dann. Starten wir in Welt 6. Ich bin gespannt. Spiel online, nein? Oh, Suchtrupp. Ja, okay, wir starten direkt mit dem. Komm, wir gehen gleich in den Suchtrupp. Das wird jetzt interessant. Suchtrupp. Jo. Okay, es ist wahrscheinlich egal, welches Ding ich nehme. Oder wie? Ah, ja, okay. Da komme ich schon mal nicht rein auf die Art und Weise. Ah, wahrscheinlich muss ich die wechseln passend. Okay, ich dachte, vielleicht können die Blasen die einsammeln. Turns out, können sie nicht. Dann könnte der Elefant die einsammeln vielleicht. Nee, ist nicht nah genug. Ja gut, dann geht das halt noch nicht. Wir kriegen das raus, wie das funktioniert. Okay, hallo. Da oben ist was. Jetzt bin ich so ein riesiger. Okay, dann holen wir uns erstmal den Kollegen da oben. Ich hatte es doch. Och, nee, komm schon. Wir waren doch schon oben. Ah, das hat nicht funktioniert. Hä, warum geht er nicht rein? Nein, 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 nicht. Oh. Okay, so geht's. Gut, eins haben wir schon mal. Okay, dafür auf jeden Fall die Blasen. Das ist ja offensichtlich. Ja, sehr gut. Ah, ich
glaube, ich habe ja was verstanden. Also. Halt, falsche Richtung. Oh, das geht hier gar nicht kaputt. Ah, dann doch in die Richtung. Okay, okay, alles klar. Gut, dann eben so rum. Dann ist hier aber vielleicht wieder der Bohrer relevant, um da durchzukommen. Kann es sein? Und irgendwie irritieren mich noch diese vielen, vielen, vielen... Genau. Aha! Sehr gut. Okay, das war die 4. Das heißt, es geht eigentlich nur noch nach hinten. Und das muss dann der Bohrer sein, weil den Bohrer haben wir bisher kaum benutzt. Eigentlich haben wir ihn noch gar nicht benutzt. Weil den Block hätte ich auch ohne die Sachen aufmachen können. Eigentlich haben wir den Bohrer noch gar nicht benutzt. Der muss jetzt hier durch zum Durch... Ja. Nee. Ah, warte mal. Aha. Verstanden. Ja gut, dann haben wir es doch auch schon. Ich komme nicht mehr raus. Ah doch. Na gut. Interessantes Rätsellevel. War ganz okay. War ganz okay. So, dann haben wir den Weg auch schon fertig, ne? Hier gibt es sonst nichts mehr. Sehr gut. Hier geht's nach unten. Uff. Ich komme nicht mehr zu meinem Freund, weil dieser blöde Felsen den Weg blockiert. Würde ich einfach zertrümmern, bin ich zu schlapp dafür. Ja, wie viel brauchst du? Ja, alles klar, easy. Ab dafür. Alles klar. Da ist nur ein Observatorium. Okay. Na, dann machen wir das schnell. Wie hast du denn den Weg durch die Ranken gebahnt? Die wuchern mittlerweile überall. Ich bin einfach durchgelaufen. Ja, wir werden uns nicht fast verlaufen. Es war ein linearer Weg. Eieiei. Machen wir. Gib einfach das Ding her. Koste nicht meine Zeit mit Dialogen, die einfach wirklich komplett ersetzbar sind. So. Und jetzt haben wir hier hinten aber ein richtiges Level. Ein Abzahl. Oh, der Schwebehochsprung Teil 2. Let's go. Den nutzen wir ja sowieso gerade. Sehr aktiv. Hä? Aber wieso geht er jetzt in der Luft nicht mehr? Er geht jetzt nur vom Boden aus? Sonst ging doch in der Luft eigentlich, hä? Ich bin gerade irritiert. Ach nee, es ist eine andere Fähigkeit, oder? Ich hab gerade... Ich war gerade irritiert, es ist eine andere Fähigkeit. Ah, es ist nicht der... Es ist nicht der Drehsprung, es ist nicht der Drehsprung. Es ist der Sprung, der einfach höher geht. Ja, der Sprung, bei dem ich einfach höher springe als alle anderen. Ja, okay. Ich war kurz irritiert. Jetzt weiß ich, um welche Fähigkeit es geht. Alles gut. Da habe ich mich kurz selber hops genommen. Let's go. Sehr gut, Nummer 2. Da ist dann die... Wie komme ich da einfach ran? Ja, okay, easy. Oh, das war ja gar nicht schwer.
Sehr schön. Noch sehr entspannt, Welt 6. Noch sehr entspannt. Wir haben auch noch kein richtiges Level in Welt 6 gespielt, sind wir mal ganz ehrlich. Das sind ja alles so Level, die eigentlich jetzt nicht so Welt 6 technisch sind. Das sind ja alles so Bonus-Level-artige Sachen. Nein. Ich will meinen Drehsprung behalten. Nein, ich habe mich nicht verlaufen. Im Reich der Rotumbas. Jetzt haben wir ein richtiges Level 6 Level. Aber es war auch nur Schwierigkeit 2. Na, gucken wir mal. Okay, ich kann die Rotumbas selber wegrotieren. Ich glaube auch, der Bohrer ist hier ein ziemlich gutes Item auf jeden Fall in dem Level. Aha. Jo. Jo, okay. Okay. Oh, das ist nicht so gut, was ich hier tue. Aha. Aha. Da geht's doch bestimmt. Jawollo. Zu einer wunderschönen lila Münze. Aber ich sehe da oben was. Aber da ist so ein wegartiges Ding, ne? Warte mal. Da kann ich hier oben durch. Ja, Hallöchen. Das führt doch zu einem Secret Exit, oder nicht? Das führt doch wohl zu einem Secret Exit. Jawollo! Ein Secret Exit. Sehr schön. Haben wir damit direkt die Spezialwelt vielleicht gefunden? Haben wir damit vielleicht direkt die Spezialwelt gefunden? Das wäre ja sick. Nee, hier geht's einfach richtig weiter. Aber hier gibt's das, was ich vorhin dachte. Jetzt habe ich mein Drehsprung-Level. Okay, keine Spezialwelt, sondern einfach wirklich... relevanter Exit. Warte mal, ich muss da nochmal runter. Ah, der hat nur gelabert. Der hat nur gelabert. Ich muss ja aufpassen, dass ich hier nicht die Münze irgendwo verpasse. Dann. Weil jetzt kommt schon hier Dings. Okay. Dann kommt wahrscheinlich gleich der... Ah, den gibt ja hier keinen. Also ich bin gerade sehr irritiert, dass ich noch keine einzige lila Münze habe. Aber hey, vielleicht soll das so sein. Da ist auf jeden Fall jetzt die 1. Ja, Tatsache. Okay, alles gut. Oh ja, und da ist auch direkt die 2. Ja, oh, gut. Das ist so der Moment, wo den Entwicklern eingefallen ist. Oh, verdammt. Wir müssen noch lila Münzen setzen. Hä? Was ist denn...
Was? Warum denn zwei hintereinander? Hä, da ist die dritte. Was ist denn das für eine komische Challenge? Ich meine, ist ja okay. Ich nehme es ja. Stört mich ja nicht. Aber ein bisschen irritierend ist es dann doch schon. Das war es jetzt schon, oder was? Okay. Alles klar. Ja, das habe ich mir jetzt schöner erhofft, aber ist in Ordnung. Wenn man einmal eine Erwartung hat, ne? Nie mit Erwartung an Sachen rangehen. Nie mit Erwartung an Sachen rangehen. Ist okay. Machen wir noch den Normal Exit in dem Höhlenlevel. Wo auch immer der jetzt noch hinführen soll. Ich bin schon wieder irritiert. Aber es macht nichts. Das war nicht so smart. So, aber jetzt hier mal let's go. Jetzt hier mal ein bisschen schneller. Den Anfang kennen wir alle schon. So, hier waren wir vorhin. Haben wir genug? Ja, und genau deswegen ist er hier. Dankeschön. Okay. Ah, von der anderen Seite. Ich hab verstanden. Ich hab's gesehen. Und jetzt Fall. So nämlich. Ja, easy. Vor allem, wenn ich den Drehsprung habe, ne? Mit dem Drehsprung halt noch viel einfacher. Sehr, sehr gut. Der Drehsprung ist eines der besten Upgrades. Oh, oh, dich brauche ich. Ach nee. Ach, der andere ist es. Der ist es. Jawollo. Und bin ich selber so einer? Okay, das könnte auch interessant werden. Hui. So richtig kugelbahnartig. Hui. Aber das ist jetzt eher einfach so, es macht einfach Spaß. Das ist jetzt nichts, glaube ich, nichts, wo man großartig versagen kann. Das ist, ich meine, ich habe ja keine Möglichkeit zu versagen. Also ich kann effektiv nichts falsch machen. Was ja gut ist. Da habe ich ja gar nichts dagegen. Hui. Hui. Sehr schön. Und wir haben auch alles schon zusammen. Das heißt, wir können einfach jetzt das Level ganz gechillt verlassen. Was wollen wir mehr? Trotzdem geht es hier nach hinten. Warum? Ist hier irgendwas? Nein. Wir haben auch einen Secret Exit, also okay. Hoppala, was mache ich denn hier? So. Sehr schön. Wunderbar. Tolles Level. Okay. So, wo geht's jetzt hin, aber auf der Overworld?
Ach so, haben wir durch den Secret Exit schon bekommen wahrscheinlich. Ja gut. Auch in Ordnung. Augen auf in der Glutdrakoruine. Dann machen wir mal die Augen auf. Letztes Level für heute. Oh, Bruder, was? Okay, die Dinger sind aber da. Na, also egal, wann ich wie hinkomme, die Dinger sind einfach da. Okay. Ich kann die auch nicht kaputt machen, ne? Okay. Die sind einfach da. Gut. Aber ich kann auf denen... Okay, ja, okay. Und da ist der Glutdrako, der direkt kaputt geht. Kommt der wieder? Ja, der kommt wieder, okay. Oh, jetzt bewegen die sich mit. Auch interessant. Okay, ich würde vermuten, ich muss in die Röhre rein. Nein. Schade. Ist jetzt echt die Frage, muss man in irgendeine von den Röhren rein, ne? Was sieht bisher nicht danach aus? Aber wenn es dann doch irgendeine Röhre ist, dann ärgere ich mich, wenn ich es nicht probiert habe. Okay, die ist auch nicht. Begehbar. Dann werden die hier noch zu testen. Nein. Okay, kann ich da... Also sterbe ich, wenn ich da jetzt hochfahre oder ist alles cool? Okay, mir fällt einfach nur runter. Hier drüben auch? Ja, okay. Gut. Interessantes Manöver. Hier kann ich rein. Wait, hier ging's weiter. Oh, das ist nicht so gut jetzt. Oh, das ist nicht so gut jetzt, dass es hier weiterging. Jetzt habe ich nämlich bestimmt eine lila Münze verpasst. Ah, jetzt habe ich bestimmt eine lila Münze verpasst. Gut, ich habe das anders mir vorgestellt. Warte mal, kommt die lila Münze vielleicht hochgedreht? Naja, aber tatsächlich kommen Coins hochgedreht. Aber leider keine lila Münze. Ah, es hätte sein können. Ist ja an der Stelle nicht unwahrscheinlich, ne? Ah, der muss sich drehen. Ja, okay, das habe ich halt auch wieder völlig falsch gemacht vorhin. Oh, Bruder. So spielt man es nicht. Oh, aber okay. Die Dinger sind nur für mich da. Das Item haben wir jetzt schön fallen lassen. Mist. Das ist nicht so gut. Okay, ich hoffe, ich brauchte die nicht alle. Nee. Oh no! Okay. Das war die zweite. Ich habe nichts verpasst. Sehr gut. Außer vielleicht ein Secret Exit dann oben. Secret Exit könnte ich mir noch mir vorstellen.
Oh, hier kann man jetzt wahrscheinlich... Habt ihr es gesehen? Ich hab's gesehen. Ich hab die dritte Münze gesehen. Aber jetzt muss ich erstmal nach unten, scheinbar. Okay. Das war nicht so erfolgreich. Das war auch nicht so erfolgreich. Aber schön ausnutzen, die Viecher. Sehr gut. Da ist er. Sehr schön. Haben wir es doch schon. So, jetzt geht's hier irgendwie höher, ne? Ja. Dann ist da oben nämlich die Münze, die ich gesucht habe. Ja. Ah, ich verstehe. Hat ein bisschen gedauert. Hat ein bisschen gedauert. Sehr gut, wir haben es. Wir haben alles. Was wollen wir mehr? Was wollen wir mehr? Auch ein schönes Level mit ein paar Verwirrungen, muss ich zugeben. Okay, ist das vielleicht... Ja, ich glaube, ich... Wir gucken jetzt mal, ob es einen grünen Haken hat. Ich könnte mir vorstellen, es fehlt ein Secret Exit, aber vielleicht auch nicht. Also, wenn einer fehlt, habe ich eine Idee, wo er ist. Wenn keiner fehlt, umso besser. Ja gut, es geht nach da, also... Oh, Level ist grün. Gut. Ah, ich habe das Gefühl, ich glaube, wir hätten auf dem Weg hierher... Ah, guck mal, wir kaufen noch schnell ein. Ja, komm, das machen wir gerade. Münzmagnetabzeichen. Okay. 300! Ja, moin. Das ist der Grund, warum ich übrigens nicht alle meine lila Münzen immer ausgebe. Weil es ja dann ja doch auch manchmal noch sinnvolle Sachen gibt zum Kaufen. Okay, nein, wir wollen nichts anderes anlegen. Gut. Aber ich habe das Gefühl, ich glaube, ich gehe wieder ein bisschen höher. Ich glaube, ich habe da doch zu schnell den Hauptweg verlassen. Nee, hier ist ja der Bowser. Habe ich doch nicht. Und hier war der Anfang. Okay. Dann muss ich schon relativ schnell runter, ne? Dann ist hier... Ja, ja, nee, nee, da brauchen wir 15 Stück für. Das ist ja eh dann das Finale. Nee, dann ist es, passt es schon, wie wir gelaufen sind. Die Level haben wir noch nicht ge... Doch, die Level haben wir auch gespielt. Doch, nee, dann ist alles gut. Wir müssen einfach weiter runter. Na? Hier geht's noch nach rechts. Da waren wir noch nicht. Ja, der will wahrscheinlich wieder Münzen haben. Hier. Genauso baut man Brücken. Oh. Kommt hier ein Schiff? Och nee. Ja gut, haben wir einen Cliffhanger fürs nächste Mal. Dann bedanke ich mich an der Stelle wohl mal fürs Zuschauen. Und sage Tschüss.